Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch einen Fahrzeugpack, was verschiedene Schaufelansätze hat, so eine Forke. Wir haben ja größere Forke, kleinere Forken und so weiter und so fort. Das zeige ich gleich alles. Ja, das ist auf jeden Fall so das Fahrzeug. Es ist jetzt auch Nacht geworden. Was natürlich die Beleuchtung angeht, sieht das dann viel spektakulär aus. Aber wir probieren es erstmal aus. Hier können wir schon mal sehen, hier haben wir jetzt eine Forke dran, also ja. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Wir können das Ganze mit der Maus so gedrückt halten, also linke Maustaste gedrückt halten, dann können wir das Ganze hoch machen und runter machen. Wir können das aber auch hoch machen, wenn wir auf dem Nummernpad die 8 drücken oder auf dem Nummernpad die 5 drücken, runter machen oder hoch machen. Wir können das Ganze auch mit Shift einfach hoch machen und dann können wir das Ganze mit 5 wieder runter machen. Ja, für die Beleuchtung, für die Scheinwerfer, da drücken wir natürlich H für normales Licht halt. Um die Rundumleuchte anzumachen, da drücken wir einfach E und mit E gedrückt halten, hupen wir. Genau, mehr ist das Ganze nicht. Und wenn wir jetzt andere Varianten spawnen möchten, da ist ein bisschen ein wenig aufwendig. Und zwar, wir müssen wieder das Fahrzeug spawnen, so dann haben wir einen anderen Aufsatz. Und wir haben 4 oder 5 Varianten. Und, wie wir hier sehen können, haben wir jetzt die Mini. Ich nenne das jetzt einfach die Mini. So. Wenn wir das Ganze wieder spawnen, wieder Nummer 1 gekriegt. Das ist natürlich ein bisschen nervig, aber an sich fährt sich das Fahrzeug gut. Sieht auch schick, ja, schick aus auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt eine Schaufel dran. Ja. Hat auf jeden Fall was. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch zur Installation. Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Den müsst ihr einmal herunterladen. So, wenn wir das Ganze dann heruntergeladen haben, dann haben wir diese ZIP-Datei und die müssen wir einmal entpacken. Dann haben wir diesen schönen Ordner hier. Da kopieren wir uns den Namen raus und gehen in FileZilla rein. In FileZilla gehen wir in den Resource-Ordner und ziehen diesen Ordner dann in den Resource-Ordner. Ne? Dann gehen wir zurück und öffnen die Server-CFG. In der Server-CFG scrollen wir dann ein wenig runter, damit ihr meine Daten nicht sehen könnt. Und genau, scrollen wir weiter runter und ich habe das ganz unten halt hier mit eingefügt. Wo haben wir es dann? Hier. Start, Leerzeichen und dann den Ordnernamen einfügen. Ja, wenn wir es gemacht haben, dann einfach nur noch auf Speichern übernehmen, Server neu starten und ihr habt das Fahrzeug installiert. Genau. Die ganzen Commands schreibe ich natürlich euch noch unten in die Videobeschreibung. Gut, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao.